Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie zu sehen. Ich freue mich wahnsinnig. Ich bin sehr, sehr stolz und auch sehr, sehr glücklich, dass Herr Fuchsberger zugesagt hat. Herr Fuchsberger kommt aus Baden-Württemberg, ist aus Stuttgart, also ein Schwabe, wie ich auch. Und natürlich würde mich als erstes interessieren, Herr Fuchsberger, können Sie Schwäbisch? Herr Freilich, jetzt leg mir doch gleich am Arsch, was ist das denn für eine Frau? Eine schöne Geschichte, mein Vater war gelernter Buchdrucker, Handsetzer. Und fuhr zur See auf einer Hamburg-Südamerika-Linie und hat sich dort das Schwäbisch abgewöhnt. Und er war aus Ulm und als er nach Ulm zurückkam, traf er einen Freund, mein Vater hieß Wilhelm und im Schwäbischen heißt man das Helme. Und der Freund hat gesagt, ha, Helme, bist du das? Und mein Vater sagte, ja, das bin ich. Und dann hat er gesagt, ha, jetzt leg mir doch gleich am Arsch, wo kommst du her? Und dann hat mein Vater gesagt, na, das ist ja eine schöne Art von Begrüßung. Dann hat der Freund gesagt, und der preisische Gosch hat er auch noch mitgebracht. So, das ist also mein Verhältnis zu Schwäbisch. Das Zweite, ich bin also in Heidelberg aufgewachsen und in Düsseldorf. Und als ich in Düsseldorf ankam, im Jahre 1936 als Kind, habe ich immer Prügel gekriegt von den Rheinländern, weil ich so Schwäbisch geschwätzt habe oder Badensisch. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ich muss ganz schnell Rheinisch lernen, damit die aufhören, mich immer zu verprügeln. Dann habe ich Rheinisch gelernt und das ging viel besser als Schwäbisch. So, und jetzt lebe ich seit 1947 in München und ich bemühe mich laut meiner Frau, die mich als Urbayerin eben einfach aufgeheiratet hat. Nach der spreche ich immer noch nicht einwandfrei und sauber bayerisch. Ich bemühe mich täglich, aber nur manchmal gelingt es mir. Franz Josef Strauß war immer wieder derjenige, der als Lateiner, als Humanist immer wieder die Liberalitas Bavariae zitiert hat, den Liberalismus der Bayern. Und ich kann es bestätigen, weil als ich im Jahre 1949 vom Bayerischen Rundfunk engagiert wurde als Sprecher, da spielten normalerweise folgende Faktoren eine wesentliche Rolle. Katholisch, bayerisch geboren und auch sonst noch ein paar. Ich habe rheinisch gesprochen, noch immer, noch hatte noch einen rheinischen Akzent drin und war evangelisch und kam aus dem Rheinland. Und dann haben die Leute hier gesagt, wenn sie was zu fressen haben wollen, dann ging es dahin, wo es herkomme. Und trotzdem haben die mich als Sprecher engagiert. Und da habe ich gesagt, das ist das liberalste deutsche Bundesvolk und da bleibe ich und da bin ich bis heute. Und ich habe es nie eine einzige Sekunde bereut. Aber irgendwann hatten Sie in Anführungszeichen die Nase voll vom Sprechen beim Bayerischen Rundfunk. Da hat sich ja, nicht nur beim Sprechen, ich hatte sonst auch in verschiedener Hinsicht die Nase voll. Weil der Bayerische Rundfunk war, ist und bleibt eine Anstalt des öffentlichen Unrechts. Und alle anderen öffentlichen Anstalten dazu. Das liegt in der Natur der Sache. Wir ja, Angestellte oder freie Mitarbeiter unsere Scherze darüber machen, dann hat das seine Gründe. Ich sehe einen sehr kritischen Gast gleich gegenüber, der gleich bei meiner Bemerkung. Ja. Sie haben... Ach, das muss ich dazwischen erzählen. Ich war in einer Talkshow zusammen mit dem ehemaligen Oberbürgermeister von München, mit dem Hans-Jochen Vogel. Das war zu einer Zeit, ich glaube, ja, es war bei Frau Maischberger. Und da hatte irgendein Journalist, ein Kollege von Ihnen irgendwo, den unglücklichen Satz losgelassen, ob wir Alten nicht vielleicht doch selber daran schuld seien, dass man uns manchmal zu Tode prügelt und zu Tode tritt. Und zu Tode schlägt, weil wir der Jugend immer wieder vorwerfen würden, dass sie so daneben liegt und so weiter. Und da hat mich die Maischberger gefragt, was halten Sie denn von dem Ausspruch von dem Mann? Da habe ich gesagt, nicht sehr viel, der ist ein Arschloch. Und da hat der Vogel genauso reagiert wie Sie. Ja. Also mein täglicher Bedarf an Verbalinjurien ist damit erledigt. Aber aus dem Bayerischen man kann Rundfunk, doch heute keine ja? Karriere mehr machen im Fernsehen oder auch im Funk, ohne die berühmten F-Wörter zu benutzen. Aber der Bayerische Rundfunk bringt doch immer wieder hervorragende
Persönlichkeiten vor. Nicht nur jetzt Sie, Herr Fuchsberger, sondern wir haben den Thomas Gottschalk zum Beispiel oder den Günther Jauch. Also da passiert doch viel. Ja, natürlich, das Positivste. Ich habe beide Frauen, die ich in meinem Leben geheiratet habe, eine kürzer, die andere schon recht lang, habe ich im Bayerischen Rundfunk kennengelernt, wofür ich ihm von Herzen dankbar bin. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich habe das auch neulich da bei Menschen 2011 gesagt, für die zweite Frau bin ich dem Bayerischen Rundfunk wesentlich dankbarer als für die erste. Gell, mein Schatz? Es ist in unserem Beruf wahnsinnig schwer, Freundschaften zu schließen. Weil Freundschaft ist für mich die freie Entscheidung, mit welchen Menschen du dich befreunden möchtest. Und in unserem Beruf, das ist so eine gewaltige Diskrepanz zwischen der Emotionalität der Begegnung, wenn man zusammenarbeitet auf kürzere Zeit. Also bilden sich dort so ganz enge, sehr emotionale Bindungen, die nach dem Film aufeinanderfallen, als ob nie was gewesen wäre. Mit Mario Adorf verbindet mich eine Freundschaft von der ersten, allerersten Stunde meiner Karriere als Schauspieler. Und die begann hier in München. Das war 1954. Und der Mario Adorf spielte in diesem Film eine wunderbare Rolle, über die man dann später, als der Film ein Welterfolg wurde, in der ganzen Welt gelacht hat. Und jetzt ist er ein großer Weltstar und ein von mir bewunderter Kollege. Und die Freundschaft hat bis heute gehalten. Nein, aber das bringt mich zu einer anderen Geschichte. Ja, also. Und ich hoffe, ich befriedige Sie jetzt. Ich versöhne Sie. Der Bayerische Rundfunk ist wirklich, und das meine ich ganz ernst, meine künstlerische Heimat. Jetzt müssen Sie aber auch nicken, gell? Ja. Okay. Sie sind doch auch ein sehr gut aussehender Mann, nicht nur jetzt, sondern immer schon gewesen. Was trinken Sie gern? Und da habe ich jetzt die persönliche Frage, Herr Fuchsberger, das muss unbedingt sein. Also ich gehe davon aus, Frau Fuchsberger, Sie gestatten, dass ich die Frage stelle, Ihnen müssen doch die Frauen nur so zugeflogen sein. Ja, haufenweise natürlich. Ja. Im Tiefflug. Ja. Ich war verschrieben. Das glaubst du, was ich alles unternehmen musste, um meine jetzige geliebte Gundel, um die dazu zu kriegen, mich zu heiraten. Weil die wusste genau, was ich im Bayerischen Rundfunk schon alles vernascht hatte. Und, ja, ja, sie lachen. Als junger Mann hat man ja noch sowas, nicht? Und, ja, wenn mich nur was für jetzt aufgehoben hätte, dann wäre ich... Ja, gnädige Frau, haben Sie auch einschlägige Erfahrungen? Weil Sie so lachen. Und August Everding und Sie, wenn ich richtig informiert bin, haben mit der damaligen Münchner Olympiade zusammengearbeitet. Er war ein Weltmeister in allem, was unseren Beruf betrifft. Er war ein grandioser Musiker, er war ein ungeheuer intelligenter Mensch, er war ein herrlicher Generalmusikdirektor, er war alles. Und ich war sehr froh, als ich den Auftrag bekam, den Chefsprecher bei den Olympischen Spielen 1972 zu geben. Als ich hörte, dass die Gesamtregie für die Eröffnung und die Schlussfeier in die Hände von August Everding gelegt wurde. Und so lernten wir uns kennen und haben uns sehr gut verstanden, hatten natürlich beide keine Ahnung, was uns bevorsteht. Und das war vielleicht eine meiner schlimmsten Erfahrungen, die ich in meinem Leben machen musste. Gleich zweimal, beim ersten Mal beim Überfall auf das Olympische Dorf mit den schrecklichen Folgen, die wir alle kennen. Da wusste keiner, wie soll das überhaupt weitergehen. Und unser damaliger Präsident, Willy Daube, wusste ebenso wenig, was nun zu machen ist. Und die Menschen waren gespalten in der Auffassung, ob die Spiele in München überhaupt weitergehen sollen oder ob sie abgebrochen werden sollen, weil man gesagt hat, man kann nach diesen schrecklichen Ereignissen nicht einfach weiter hupfen und springen und werfen und das Prinzip höher, weiter, schneller, das gilt nicht mehr. Die anderen haben gesagt, wir dürfen uns von Terroristen nicht sogar die Olympischen Spiele kaputt machen lassen. Also es standen die Meinungen so lange unvereinbar sich gegenüber, bis der internationale Präsident Avery Brundage zu dieser Trauerfeier nach München kam. Und kurz bevor die Trauerfeier begann, hatte ich die Aufgabe, die Menschen auf das, was nun zu erfolgen hatte als Zeremonie, darauf vorzubereiten. Und ich wusste einfach nicht, wie man sowas macht.
und bin zu meinem Präsidenten und habe gesagt, Herr Daume, bitte helfen Sie mir, was soll ich denn sagen? Wie geht es denn jetzt weiter? Da sagte er, ich weiß es nicht, man hat uns die Seele aus dem Leib geschossen. Und dann habe ich einen Entschluss gefasst und habe gesagt, ich kann also jetzt nicht irgendeine Moderation vom Stapel lassen, sondern ich bin jetzt Reporter. Jetzt ist meine Aufgabe, das, was im Augenblick geschieht, einfach zu kommentieren und zu sagen, das, was ich sehe. Wie ein Fußballreporter, der sagt, der geht jetzt vor und der ist kurz vor dem Tor und der gibt eine Flanke. Und so habe ich gesagt, da geht jetzt der israelische Botschafter, geht ans Rednerpult. Ich bin gespannt, was er sagt zu dem. Und dann kam der und dann kam der. Und dann spielten die Münchner Philharmoniker. Und dann kam endlich Avery Brundage mit diesem erlösenden Satz in seiner Rede, but the games must go on. Und da wussten wir, es wird weitergehen. Das internationale Komitee hatte entschieden, dass die Spiele fortgesetzt werden. Aber sie standen natürlich von diesem Augenblick an unter einem Unstern. So sehr sie unter einem strahlenden Stern standen, vor dem Beginn und die 6 Jahre vorher, in denen München sich auf dieses Ereignis vorbereitet hat. Sag mal, was ist denn in dem Ding da drin? Der Wein. Ja, warum hält man den mir vor? Ja, mir ist ausgerichtet worden, Sie trinken nur Wasser. Schauen Sie. Ist okay? Wir sind in einer Presseveranstaltung. Ja. Da wird viel Unwahres wieder verbreitet. Ja. Dann schenke ich mal nach. Der Tommy meldet sich. Ja, da wollte ich fragen, Herr Fuchsberger. Wenn er sich schon meldet, dann frage ich, wie waren Sie als Vater? Darf ich so eine Frage stellen? Ja, natürlich. Aber die Frage kann man eigentlich nur dem stellen, der sie nicht mehr beantworten kann. Ob ich ein guter Vater war. Ich habe mir, glaube ich, Mühe gegeben. Ohne jeden Einspruch. Er hatte eine unbeschreiblich wundervolle Mutter, die, ja, das ist ja auch im Buch beschrieben, die sich immer Sorgen gemacht hat, wenn er auf seine Weltreisen ging, um zu beweisen, dass man als Diabetiker fast normal leben kann, wenn man die Regeln beachtet. Das ist das Ergebnis des Buches, das wollte er selber herausbringen und das konnte er nicht mehr, durch das, was jeder weiß, was passiert ist. Und das war die schwerste Aufgabe vielleicht in meinem Leben, dieses Buch zu beenden. Nicht nur, weil es schwierig war für mich, mich in die Diktion unseres Sohnes zu versetzen, sondern nachzuempfinden, was in diesem jungen Mann vorgegangen sein muss, als er erfahren hat, dass er Diabetiker ist und welche Konsequenzen das mit sich bringt. Und deswegen habe ich eben neulich beschlossen, dass ich mich mit allem, was mir noch an Kraft zur Verfügung steht, außer meiner UNICEF-Arbeit, auch diesem Ziel noch widme, weil ich glaube, dass der Diabetes vor allen Dingen auch der Diabetes mellitus zu einer Volkskrankheit geworden ist, die inzwischen die Dimension von Krebs erreicht hat. Wir wissen, dass es in der Bundesrepublik ungefähr die 8 Millionen Diabetiker gibt, von denen wissen wir es und die wissen es auch, dass sie es sind. Es gibt aber eine unerahnt große Zahl von Menschen, die noch gar nicht wissen, dass sie Diabetiker sind. Also der Umgang mit dieser Krankheit bestimmt sich wesentlich durch das, was in einem Menschen geschieht, wenn er die erste Diagnose erhält. Wenn man ihn damit konfrontiert, dass er zuckerkrank ist. Wie man damit umgeht. Die einen verzweifeln und die anderen nehmen es etwas leichter. Es hat niemand, der damit konfrontiert wird, Grund dazu zu verzweifeln. Weil man kann mit dieser Krankheit sogar sehr gut umgehen. Sie bringt einiges an Gewohnheiten und Dinge, die man immer getan hat, ohne darüber nachzudenken, auf die muss man verzichten. Und das verlangt eine enorme Disziplin, eine enorme Selbstüberwindung, auf eben das zu verzichten, was man damals vor 30 Jahren dachte. Heute ist das alles schon viel einfacher und viel leichter. Man kann mit dieser Krankheit heute sehr viel beweglicher sein, als man damals glaubte. Damals durfte man nur einmal am Tag spritzen
und musste den ganzen Tag mit Nahrungsaufnahme darauf abstellen. Heute kann auch ein Diabetiker im Grunde genommen selbst solche leckeren Teller, wie sie da stehen, wo ich schon immer hinschiele. Darf ich mit vollem Mund darf man ja nicht reden. Sonst okay. Hat er immer gesagt, ich nehme nicht mehr teil am Selbstmord mit Messer und Gabel. Mhm. Mhm. Und das hat er durchgehalten. Er blieb rank und schlank bis zu seinem Todestag. Also meine Aufgabe ist es, sein Buch war es zu beenden. Und jetzt ist es die Botschaft, die er mit diesem Buch verteilt, weiterzutragen an die, die vor dieser Angst, die vor dieser Krankheit furchtbare Angst haben. Und es gibt sehr viele Menschen, die wissen, dass sie Diabetiker sind und sie halten sie geheim. Und sagen, ich sage niemandem, dass ich Diabetiker bin, weil die Menschen davor Angst haben, durch das Bekenntnis so eine Art Stigmatisierung zu erleiden. Dass jeder sagt, oh, der ist also krank. Und Diabetiker sind nicht krank, sie sind bedingt gesund, wenn sie sich daran halten. So, und da würde ich das Thema gerne abschließen. Ich möchte meinem Sohn nur nachträglich danken für das, was er uns hinterlassen hat, nämlich zwei wunderbare Kinder und eins davon sitzt heute Abend hier. Ich habe Ihre Bücher gelesen und was ich nicht entdeckt habe... Ach, Sie waren da. Ja, Herr Fuchsberg, ich bin auch ganz stolz, dass ich das geschafft habe. Ja? Warum war die so schlecht geschrieben? Nein, so anstrengend. Nein. Was mich überrascht hat, also Sie schreiben ja auch ehrlich, Ihre Schulzeit, das war ein bisschen, war nicht so gut gelaufen. Aber irgendwas muss ja hängen geblieben sein, weil Sie schreiben und sprechen ja ein hervorragendes Deutsch. Ich kann zu meiner Verteidigung nur sagen, auch Albert Einstein war ein miserabler Schüler. Okay. So, damit ist das Thema erledigt. Kommen wir auf Australien zu sprechen. Ja. Wir lebten auf der Insel Tasmanien. Mhm. Dann erhielt ich einen Anruf. Man hat mich gefragt, ob ich die Eröffnungszeremonie mit kommentieren möchte für das deutsche Fernsehen. Und das habe ich sehr gerne getan, ja. Und die kamen auf die Idee, weil ich vorher in meiner Fernsehserie für die ARD Terra Australis 21 Filme gedreht habe, unter anderem auch, glaube ich, 3 oder 4 tolle Filme über die Entstehung des Olympiastadions in Sydney. Natürlich auch in meiner Erinnerung an 1972 in München. Ja. Und für mich war immer wichtig, in all meinen Filmen immer zu verdeutlichen, dass ich hoffe und zum Schicksal bete, dass Sydney das Schicksal von München erspart bleibt. Mhm. Man hat mich auch oft gefragt, was halten Sie von den Sicherheitsmaßnahmen? Und ich habe immer gesagt, es gibt keine totale Sicherheit. Mhm. Wer an Gott glaubt, soll Gott um Hilfe bitten, dass das nicht wieder geschieht. Ich wollte ja immer Flieger werden, schon vor dem Krieg, auch durch unsere Familienfreundschaft mit Elli Beinhorn und den Rosemeyers, wir sind seit Jahrzehnten enge Freunde. Und ich durfte als erstes, ich glaube, ich war 7 Jahre alt, durfte ich zu einem Flugtag in Mannheim. Und da flog also der Ole Ernst Udet noch und hat da vorgeführt. Und da war auch die berühmte, weltberühmte Do X, das größte Flugboot der Welt. Die 12-motorige Sternmotoren war auf dem Rhein gewassert und hatte angedockt am Rheinufer in Ludwigshafen. Und da durfte ich hin und wurde da als kleiner Knirps dem damaligen Flugkapitän Horst Merz vorgestellt. Und da wollte ich, wenn mich damals einer gefragt hat, was willst du werden, habe ich gesagt, Flieger, Flugkapitän, das ist doch ganz klar. Ja, ja. Und da durfte ich auch zum ersten Mal mit einem offenen Sportflugzeug mitfliegen. Und am 5.5.1955, ein unvergessliches Datum, bekam Deutschland die Souveränität wieder und damit auch das Recht, wieder Flugsport zu betreiben. Und da habe ich mich angemeldet in Riem draußen bei Bayern Adler und dann habe ich Motorfliegen gelernt und das habe ich dann eben. Und da musste ich dann mein Englisch lernen, weil ich einmal auf dem Turm eingeladen war und erlebt habe, in welche Not ein Fluglotse kam mit einem Piloten, der nicht gut Englisch sprach. Mhm. Der hat aber immer sehr gebrochen so geantwortet, dass die da oben gedacht haben, der versteht uns nicht. Und zum Schluss verlor eben der Kontrollbeamte oben auf dem Turm
die Geduld und fluchte in das Telefon rein. Beim dritten Anflug hat er gesagt, what the hell of instructions did you get when you left Helsinki? Mal haben Sie für Anweisungen bekommen, als Sie aus Helsinki raus sind. Und da war eine lange Pause, eine sehr lange Pause. Und dann kam die Durchsage, excuse me, small company, small instructions. Und da habe ich gedacht, du musst Englisch lernen. Und es ist etwas anderes sehr bemerkenswert, dass die Filme, die wir vor 40 Jahren gemacht haben, bei den Jungen besser ankommen als bei dem heutigen sogenannten Publikum. Die Medienpräsenz ist das Entscheidende dabei. Da kommen die Jungen am nächsten Tag zu mir und haben gesagt, wir haben dich gestern gesehen im Edgar, warum machst du sowas nicht mehr? Da habe ich gesagt, weil ich damals 35 war und jetzt bin ich 85. Und ich habe alle meine Stunts selber gemacht und wir sind über Tisch und Bänke gesprungen und haben uns verdroschen, weil Stuntmen kannte man noch gar nicht damals bei uns in Deutschland. Das geht nicht mehr. Da habe ich gesagt, ja, aber wir haben dich doch gestern gesehen. Da habe ich gesagt, das war 40 Jahre alt. Das haben wir gar nicht gemerkt. Das ist das höchste Kompliment, das man heute einem Schauspieler machen kann, dass man die Qualität der Arbeit, die schon 40 oder noch mehr Jahre alt ist, heute noch als besser anerkennt als vieles von dem, was heute produziert wird. Und eines der Hauptprobleme in unserer Welt ist ganz einfach das Kriterium, was ist gut und was ist nicht gut. Man sagt heute allzu oft, das ist gut genug. Und dann frage ich, für wen? Für wen ist es gut genug? Für die, die es produzieren, für die, die es in die Tat umsetzen, oder für die, die alles entscheiden, das Publikum. Für wen ist es gut genug? Gut genug ist kein Kriterium. Das Kriterium heißt gut oder nicht gut. Aber gut genug ist scheiße. Und das soll mein letztes Wort heute Abend. Herr Fuchsberger, entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbreche, aber gut gemacht. Das könnte Ihr Bruder sein, nur 10 Jahre älter hier, der alte Mann. Wer ist 10 Jahre älter? Der hier. Nein. Ja? Nein. Sie sehen ja viel besser aus, der ist nur 10 Jahre älter, habe ich gesagt. Der ist 20 Jahre jünger wie ich. Wie alt bist du? 75. 85. So, ihr seid jetzt her. Herr Fuchsberger, ich weiß das, aber ich... Da musst du öfters daherkommen, da bleibst du auch so jung. Nein. Er ist oft genug da. Sie schauen jünger aus, das wissen Sie auch. Ja, weil wenn du das sagst, dann sind ja. Das ist eine Gensache. Wir haben ja, super Gene. Ja, ja. Es ist auch vornehmlich eine Sache deiner Ehefrau, ob die dich gescheit behandelt. Ja, aber ich habe immer gesagt, was nützt die schönste Frau, wenn sie eigene ist? Na, ich habe 3 Kinder mit einer eigenen Frau. Ich bin schon 20 Jahre verheiratet. Du bist der richtige Bazi. Nein, ich bin fast so gut wie du. Aber nur fast. Servus. Fast also gleiche. Wir hatten nur 10 Frauen gehabt und sie eine. Ich will jetzt nicht in Wunden reiben. Ich habe deinen Sohn sehr gut gekannt. Weißt du wo? Wir waren immer im Straßlauf draußen. Ach, beim Robby? Ja, in der Mühle. Beim Robby. Oh. Ich habe ihn geliebt. Da bin ich genauso daheim wie da. Ja, ich habe ihn geliebt. Netter Kerl. So. Er war mit Tommy immer in der Mühle. Und er hat den Tommy geliebt. Danke dir. Dankeschön. Ich bin stolz, dass ich ihn nicht kenne. Da sitzt seine Tochter. Na, die da. Da, hier. Das ist Tommy, seine Tochter. Nein! Ja, dein Enkelkind. Unser Enkelkind.